So, willkommen zum nächsten Part des Let's Plays von Fallout 3. Wir waren letztes Mal stehen geblieben bei der Tuse. Ja, die ist viel zu laut. Bei der Tuse hier. Hey, keine Sorge wegen dem Geruch, okay? Ich habe nur ein paar Chemikalien getestet und die Dämpfe sind völlig harmlos. Ja. Nicht jetzt. Fall gleich bestimmt tot um hier. Genau, wir haben die mit Sachen da. Kaufen? Nee, warte mal. Job. Ich möchte etwas über die Androiden Commonwealth wissen. Ich bin bereit für weitere Recherchen über das erste Kapitel. Dann machen wir einfach mal weiter. Ich muss immer noch ein Lebewesen mit Strahlenvergiftung studieren. Ich brauche jemanden, der herausfinden kann, wie man durch ein Minenfeld kommt. Aha. Das wird den ersten Teil des Buches abdecken. Was würde Ihnen davon am besten gefallen? Was bedeutet aber die Strahlung? Minenfeld. Ja, nee, Minenfeld ist scheiße, deswegen nehme ich alle die Strahlung. Bei diesem Thema brauche ich Ihre Hilfe. Ich weiß viel aus Büchern, komme aber einfach an kein lebendiges Exemplar heran. Jedenfalls nicht lang genug. Sie müssen sich etwas verstrahlen lassen, damit ich die Auswirkungen untersuchen kann. Natürlich keine tödliche Dosis. So weit wird es nicht kommen. Ich werde verstrahlt. Bei meiner Rückkehr müssen Sie mich aber behandeln. Wollen Sie, dass ich verstrahlt werde? Inwiefern soll mich das für mich lohnen? Ja. Ach, Sie sind echt süß. Jedenfalls süßer als alles, was da draußen in der wild verstrahlten Farce einer Landwirtschaft noch wachsen kann. Okay, 200 Red sollten genug sein für eine grundlegende Übelkeit. Falls Sie aber 600 oder mehr Red verkraften, fallen meine Tests noch akkurater aus. Sorgen Sie dafür, dass Sie es hierher zurückschaffen und ich sorge dafür, dass man sich gut um Sie kümmert. Zumal schwere Strahlenkrankheit zuziehen. Okay, ich muss jetzt gehen. Bis bald. Das wird lustig. So. Was habe ich denn hier? Ah, da. 200. Ich fresse jetzt erstmal alles, was ich dabei habe, was mich verstrahlen kann. Und stelle mich mal hier so in die Grütze hier hinein. So. Ja, ich mache das gerne. Ich lasse mich gerne verstrahlen. Und fresse jetzt wahrscheinlich noch alles, was hier verstrahlt ist. Hilfe. So, was haben wir denn hier? Eichhörnchen am Stiel. Fleisch und Bohnen. Junkfood. Knusprige Eichhörnchenbissen. Irgendwelche anderen Scheiß. Radar. Da haben wir auch noch Mireluk-Kuchen. Ganz viel Cola, die sparen wir uns aber. Na, guck mal hier. Cola Quantum. Da hauen wir auch noch mal ein paar radioaktive Scheiße in uns rein. Ne, das dürfen wir nicht machen. Ja. Das war's. Ne, das hier auch noch. Ameisenfleisch auch noch. So. Der Erde sich versammeln, um die Macht des Atoms zu erfahren. Ja. Lasse die, plus die in seinem liebsten Land leben, jetzt die Worte des Propheten des Atoms vernehmen. Ja. Kommt und trinkt das Wasser des Leuchtens. Denn diese alte Kriegswaffe bringt unsere Erlösung. Sie ist echt? Das Symbol für den Ruhm des Atoms. Ja. Okay, mein Spiel ist abgekackt. Ich schneide gleich wieder zurück. So, und weiter geht's mit dem Video. Ich hab's ja zusammengeschnitten. Und wir haben die Strahlenkrankheit. Die Strahlenbelastung hat sich erhöht. Schenkt dem Atom euren erfüllt. Körper, Strahlenkrankheit zu ziehen. Gebt euch seiner Macht. Ah, ich glaube aber, bis 600, das mache ich nicht. Dauert zu lange. Ich bin verkrankt. Ich muss jetzt erstmal wieder hoch zu der. So. Meine coole Pistole. Ich hoffe, das hat jetzt was gebracht bei der hier. So. Scheppert aber rein. Vor allen Dingen so als guten Morgenzigarette. So. Och, sind Sie wetterfühlig? Oder eher strahlenfühlig? Weiß ich nicht. So, jetzt. Ich fühle mich nicht gut. Ich glaube, ich habe ein bisschen ich bin ein bisschen strahlenkrank. Ich fühle mich nicht gerade toll, verstrahlt zu werden. Verstrahlt. Sie wissen schon, wie lächerlich das bitte ist, oder? Ich fühle mich nicht so gut. Oh, wieso müssen wir das nicht alle langfahren? Keine Strahlenvergiftung ist besser als gar keine. Ich meine jetzt für die Forschung. Es sei denn, Sie stehen auf so etwas. Dann will ich Sie jetzt einmal untersuchen. Wie fühlen Sie sich?
Juckreiz, Schmerzen und so weiter. Kein Weltuntergang, aber unangenehm. Warum trinken Sie nicht ein großes Glas Abwasser und finden es selbst heraus? Juckreiz, Schmerzen und so weiter. Dann kann man ja nur hoffen, dass Sie für eine Weile nichts Schlimmeres bekommen, nicht wahr? Lassen Sie mich noch ein paar Notizen machen. Danach werden wir uns mit meinem hausgemachten Strahlenheilungsgebräu um diese böse Strahlung kümmern. Okay, lehnen Sie sich zurück und denken Sie an so richtig gesunde Sachen. Okay, etwas Brownmilch, ein paar Magneten und vielleicht ein paar fröhliche Gedanken. Tja, wer hätte das gedacht? Es hat funktioniert. Ich meine, ich habe natürlich immer dran geglaubt. Hier, nehmen Sie ein paar Medikamente gegen die Strahlung mit. Die werden Sie sicher brauchen. Super. Schließen wir das Kapitel mit der Recherche über Landminen ab. Landminen? Ich glaube, ich gehe jetzt weiter. Machen Sie nicht zu lange Pause. Je schneller das Buch fertig wird, passen Sie gut auf sich auf. So, dann geht's mal weiter. Ja, hallo. Aufgaben. Was haben wir denn da noch? Die Quelle der Ameisen. Galaxy News Radio finden. Ja. Weltkarte. So, erstmal zum Super-Duper-Markt. Super-Duper-Markt. Yeehaw. So. Da sind wir. Aber wir müssen ja jetzt weiter zu Plaza des GNR-Gebäudes. Gucken, was es da so gibt. Ich hoffe mal, es ist nicht zu weit. Uah, so. Ja, über den Fluss springen. Ist bestimmt auch Strahlung drin. Ich habe mich ja nicht genug verstrahlen lassen. Na, siehste. So, da hinten ist es dann, glaube ich. Ja. Geht. Also mit Umweg ein bisschen, aber das geht schon. Ach nee, man muss ja im Untergrund, oder? Nee, doch nicht. Sie haben mehrere Standorte gefunden. Mit der Weltkarte Pitboy können Sie diese direkt aussuchen. Ah, Station. Muss ich jetzt durch die Station gehen unten? Guck mal. Muss ich jetzt durch die Station gehen? Was sagt der denn? Geh nochmal zurück. Und dann dreh dich um. Ja, durch die Station. Ah, ist ja doof. Ja, Station braucht man nicht. Vor allem die geilen Ghouls. 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 Okay, hier sieht's schon sehr angenehm aus. Was ist denn hier drin? Tür. Oh, hier ist wieder so ein Roboter. Kann man den anmachen? Nehmen, Metro-Ticket. Ah, ich habe ein Ticket. Und drei Kronkorken. Und eine Löschschlauch-Spritzdüse. Aber ich glaube, den Roboter, den kann man nicht aufmachen. Obwohl, doch. Da oben. So, Kennwort Green. Kennwort Creed. Kennwort Gifts. Gifts, 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 Gifts. Loves. Lover. Ah! So ein Dreck. Ranks. Ruler. Ranks, Ruler. Rice. Mann! Jetzt aber. Cases. Pride. Grief. Cared. Oh. Masks. Males. Males ist schon drei richtig. Ist noch irgendwas? Meats. Mail, Mail,
Halbes. Na, nee, zwei von, schon drei von. Drei von fünf. Mann, nochmal. Both. Ha! Perfekt. Willkommen. Metro-Protektion aktivieren. Metro-Rolltreppen anschalten. Metro-Beleuchtung anschalten. Wartungsprotokoll. Ach so. Na, das Ding bewegt sich. Bitte, hallo. Metro-Sicherheitsprotokoll wird initialisiert. Stationssicherheitsnetz offline. Metro Central, keine Antwort. Okay, dann sicher mal. Level Omega. Hilft mir das Ding jetzt? Genehmigt. Welches Ding? Ja, der ist jetzt, wenn du den gehackt hast, dann schießt er für die Bombe, aber die sind eigentlich ziemlich schwach. Ach so. Egal, der aber schießt Hauptsache, trotzdem. Der ist nicht gegen dich. Hauptsache, der schießt. Ja, das macht er. Bitte weitergehen. Bitte weitergehen. Hier gibt es nichts zu sehen. Oh mein Gott! Ha, one hit. Was ist denn hier? Ist der Beute Blechdose. Da, da ist noch so ein Viech, der greift das bestimmt an. Aktivieren, Toilette. Ne, nicht raustrinken! Ach Mann. Da, er schießt. Er hat es getötet. So, da muss ich anscheinend lang. Was ist das denn hier? Hinsetzen. Kaputter Stuhl. Cool. Da sind noch Sachen, die böse sind. Oh mein Gott. Bleib stehen, ihr Dinger. Mein Gott! Jawohl. Na, noch einer? Ja. So. Haben die irgendwas dabei? Schmutziges Wasser. Kronkorken. Und er dann mal was. Kronkorken. Kronkorken. Oh, Schloss knacken. Finde ich auch gut, dass man dafür mehr Erfahrungspunkte kriegt. Ja, klar. Auch wenn es schön leicht ist. So, das hier? Nichts. Noch ist es leicht. Ich bin irgendwo rausgekommen. Ja. Pizza? Pizza? Mach Pizza. Mach Pizza. Ja, du hast doch sowieso Hunger. Ja, geht. Ja, du hast geschlafen, ne? Ja. Was haben wir denn hier? Dampfanzeige. Mann, Mann. Metallkiste. Sieht aus wie der Droide, den ich verloren habe. Nein, das sind die nicht. Jo. Kann man eigentlich noch irgendwas auf die Waffen draufpacken? Irgendwie, weiß ich nicht. Irgendwelche anderen Waffen, so Multiwaffen-Funktionalität oder so. Was ist das? Du kannst ja irgendwie so selber so. Ich glaube, das ist ein Supermutant. Du kannst ja selber mal Sachen zusammen. Tauchen. Nee, nicht da drauf. Du kannst jetzt mit D und A kannst du umändern. Ja. Und jetzt schön auf den Kopf holen. Bäm! Ja, oh, und einmal noch. Nein! Aber der letzte. Oh, was? Hä? Ach so, die Kakerlaken haben angegriffen.
Okay, die Kakerlake haben die kaputt gemacht, das ist ja cool. Was hat er hier? Nagelbrett. Und die Kakerlaken hauen ab. Stehen! Ein Ghoul! Der Ghoul greift die Kakerlaken an. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Kakerlaken zu mir gehören. Ah! So, noch irgendwo was? Da. So, kaputt. Ich muss da lang, sagt er mir. Irgendwie. Ach so, wahrscheinlich hier nach oben. Und dann da lang oder so. Hui. Ja. Was ist hier drin? Lackierpistole. Ist das auch eine Waffe? Die haben immer alle Krokocken dabei, was wollen die damit? Ja, nix. Siehst du, die Kakerlaken, die greifen mich nicht mal an. Die rennen einfach nur und greifen anderen an. Ich habe fast keine Munition mehr dafür. Egal, ich bin wieder oberhalb. Der stand crushed. Was? Crush stand da. Irgendwas mit Crushed. Welche Mission ist denn das jetzt? Teen Lead Down. Hier, Galaxy News Radio finden. Luca Break. Was ist das hier? Das ist so eine Occupied. Da kannst du. Burowski erhalten. Oh mein Gott. Eigentlich immer Items hier. Hier ist schon jemand tot. Ich versteck mich jetzt hier. Da, die greifen an. Wo sind sie? Die haben sich selber getötet. Ne, da sind auch ein paar Dingens, ein paar Krieger. Von den Peng! So geil, wie die Baum fällt. Da, was ist das denn? Irgendjemand greift da an. Ach, guck mal da. Das sind aber gute. Ja? Ja, die sind bei dir doch grün. Das müssten Dingens sein. Diese Dingens, die sind immer in der Stadt. Was hat er denn? Hallo? Sie bekommen ihre Ration tot noch. Hören Sie, ich weiß nicht, wer Sie sind, aber Sie gehören nicht hierher. Die Supermutanten haben unsere Brüder im Galaxy News Radio Gebäude überrannt. Wir sind auf dem Weg dorthin, um ihnen zu helfen. Wenn Sie wollen, können Sie mitkommen. Aber bleiben Sie in Deckung und machen Sie keine Dummheiten. Danke für die Hilfe. Hatte keine Ahnung, dass diese Auto so gefährlich ist. Moment, mit wem zu Teufel habe ich hier zu tun? Ich bin Wächterin Lyons von der Lyons Pride, von der Stählernen Bruderschaft. Keine Sorge, wir sind auf ihrer Seite. Zumindest hoffe ich das. Sie werden also neue Rekruten gebraucht. Mit wem habe ich gleich noch wieder zu tun? Wer war das noch gleich in Galaxy News Radio? Was war das noch gleich? Aha. Nein, wir suchen keinen neuen. Wir haben sowieso schon zu viele örtliche Rekruten. Die meisten sind schlecht ausgebildet und ballern schneller los, als sie sollten. Unser Neuling Redin ist ein Paradebeispiel. Was war es noch im Bereich über Galaxy News Radio? Momentan gibt es in den Ruinen nicht viele sichere Orte. Alle eingesperrt? Aber das Galaxy News Radio Gebäude ist sowas wie unser Hafen im Sturm. Leider wurde das Gebäude in letzter Zeit stark beschädigt. Wir sorgen für die Sicherheit. Wenn es keine weiteren Fragen gibt... Okay, dann lass mal los. Redden, auf mein Ziel. Das sieht gut aus. Einfach meinem Zeichen nach. Keine toten Helden aus, okay? Ich bin noch ein bisschen besser als die. Wie sieht's aus? Der Helm ist geil. Der ist saugeil und den kannst du ja noch lange nicht tragen. Du musst ja erst diese Power-Rüstungstraining vollziehen. Das ist nur ein Streuner, den wir aufgegabelt haben. Der drüben auf der 42. dem Haufen Biester begegnet ist. Was habe ich denn noch als Waffe hier? Bestimmt noch bessere Waffen, oder? Ja, hier die Jagdflinten, die kannst du alle miteinander reparieren, wenn du es schon kannst. Ja.
Zack. Einmal draufdrücken. Ja, jetzt hast du da eine richtig gute. Ach so. Okay, das Übliche. Brandon tut einfach genau das, was Paladin Vargas sagt. Ah. Was haben wir denn noch so? Splittergranaten, Pistolen, Baseballschläger, chinesisches Sturmgewehr. Und hält sonst ihren Mund. Wow! Ich sehe die ja nicht mal. Ich sehe die viel zu spät. Aschehaufen. Wo ist einer? Feuerstöße. Okay, der Außenposten ist ein Stückchen Süd. Juhu! Von uns. Colvin ist unser Speer. Boris und Reddit. Kaputt machen. Okay, wir schreiben sie heraus und ihr packt sie zusammen. Auf mein Zeichen. Roger. Wie ist dein Blick? Zu den Waffen. Zu den Waffen. Okay. Yeah, Mann, ich hab's geschafft. Ich bin bei Galaxy News Radio. Oh Mann. Okay, ich hab was Tolles. Wir werden sie gefunden. Aufhören. Reine Munitionsverschwendung. Schießt ihn hin. Wir müssen den Bereich durch. So, was habe ich denn jetzt bekommen? Power-Rüstung, Power-Helm kann ich gar nicht benutzen. Hat er mir ja gerade schon gesagt, deswegen schmeiße ich eine weg. Waffen! Was haben wir denn da? Fat Man! Okay. Ich gehe nach Westen. Wenn wir drin sind, kann die Party steigen. Wow. Oh mein Gott. Ja. Der ist tot. Durchsuchen. Schön viele Schuss. 148 Kronkorken, eine Rakete, Schrotpatronen, Splittergranaten und mein Spiel ist abgekackt. Ja, kein Problem. Dann mache ich einfach beim nächsten Mal weiter. Und bis zum nächsten Let's Play. Vielen Dank fürs Zusehen.